Das ist nicht mehr Sweet Home Alabama. Ja, das ist Dog's Life. Trademark. Wuff, wuff. Hallo und willkommen zu Dog's Life, einem Spiel auf der PlayStation 2, in dem man einen Hund steuert. Und das ist alles, was ich darüber weiß. Eben lief hier noch voll die schöne Country-Musik, jetzt ist plötzlich... Und mehr braucht ein Spiel auch nicht. Viereck, um eine... oder Quadrat, um eine Speicherdatei zu erstellen. Konsole das nicht ausschalten. Was passiert, wenn man das ausschaltet? Das habe ich noch nie versucht. Das ist ein Hundeleben. Dann ist deine Memory Card corrupted. Oh nein, also dann habe ich nur noch 10 weitere. Das ist doch ein Video wert. Was passiert, wenn man all diese Nachrichten immer ignoriert bei den jeweiligen Sachen? Ich meine, ja, manchmal wirst du deinen Spielstand verlieren, manchmal wird er corrupten. Das ist halt... Ja. Sehr aufregend, finde ich. Benutze den linken Analogstick, okay, um die Spieldatei zu wählen. Oh, wo wollen wir hin? Die Mitte. Okay. Ich hab. Habt ihr den anderen Hund gesehen? Ja. Oh. Mögt ihr Pedigree? Ich habe eine gewisse Appreciation für diese Art von Auflösung. Das sieht echt cool aus. Ist Pedigree von Nestle? Pedigree ist tatsächlich von Mars. Oh, okay. Es ist, als wären wir von Venus, von der Venus und Pedigree vom Mars. Hi, das ist ich also auf dem Mars. Und das ist mein Leben. Also wenn ihr Pedigree kauft, dann kauft ihr sozusagen einen Snickers. Voll cool, oder? Oh ja, ein Hund zu sein ist super. Voll cool. Yeah. Das ist nicht so lustig. Ja, das fühle ich mich, sehe ich mich. Das ist der Moggy-Humor. Ja, yeah, das war echt lustig. In letzter Zeit geht sie mir aus dem Weg. Naja, Hunde können gar nicht mal so gut furzen, weil die haben nicht wirklich Backen. Sag ich mal. Er furzt weiter. Hör auf damit. Ja, sie wird mein sein. Oh, oh mein fucking Gott. Okay. Fängt das mal an? Interessantes Spiel. Wirklich so an? Was ist das für ein Spiel? Es ist ein Hundeleben. Es sind immer die Hundefänger, die auch Hunde mit Marken anscheinend einfangen, die zu Hause sind. Der trägt einen Helm. Landluft ist doch was Schönes, nicht Wayne? Das ist doch wohl nicht dein Ernst, Wayne. Auf dem Land gibt es nichts als Mücken. Bin ich froh, wenn wir endlich am Mini-Wabersee sind. Wayne, das ist so schlecht. Oh mein fucking Gott. Es ist wie so eine alte Nickelodeon-Serie. So aus dem frühen 3D. Aber ich mag doch Hunde so gerne, Wayne. Ich hab nein gesagt. Oh, kennt ihr diesen Film mit diesem Maulwurf, der irgendwie in so eine... Nein. Mit so Bäumen interagiert und dann so in so eine Villa geht? So sieht das aus. Natürlich fährt er jetzt raus. Ist das ein Jump'n'Run oder so? Das ist doch nicht dein Ernst, Dwayne! Das ist Dwayne und Wayne? Ja, Dwayne und Wayne. Oh mein Gott. Und ich mag das eine besonders tiefe Stimme. Oh, mein Kopf. Hier gibt es nichts als Lücken. Nein. Daisy. Die gibt's in der Stadt nicht. Oh, Daisy! Heißt der Hund Johnny? Daisy! Mein Hund hieß damals Johnny. Oh oh. Hey Jake, was wie macht läuft? Das? Er heißt Jake mit mir. Bis auf den Hügel. Oh Mann, manche Leute sind Jake, so unsensibel. Aber wenn ich nach Daisy das suchen bist du, Maeve. Muss ich wieder in Form kommen. Das wäre wirklich wie so ein Early to Mid 2000s Jump'n'Run Spiel. Oh, er hat einen Pinsel am Schwanz. Ist es auch, oder? In Swellow-Bash-Dreieck zeigt die Lichtsäule an, dass der Junge einen Knochen bei sich trägt. Ah ja. Töte ihn. Auf einen linken Analogstick, um Jake zu steuern, verwende X, um zu springen. Es ist halt wirklich Jake, der Hund. Was ist hier los? Wo ist heißt denn der Jake? Mensch? Ja, ist Jake, ja. Oh nein, guck, der kleine Hund hat einen Knochen und du kannst ihn dir rausbeißen. Du musst dir glauben, das ist eine Katze. Eine Wirbelsäule. Ja, das ist eine Katze. Das ist eine Katze, oder? Ja, das soll keine Katze sein. Katzen laufen doch nicht so. Nein, das ist ein Hund. So läuft ein Hund und keine Katze. Pulli ist ein Chihuahua. Oh, ich will überfahren werden. Katzen haben einen anderen Körperbau. Der Traum eines Hundes oder was? Hey, hast du das gesehen, Alter? Wow. Das war voll der krasse Trick. Moment. meine Augen. Sprechen? Legenden Arceus? Ja, Jay. Moin. Sieht aus, als hätte ich dich nach allen Regeln der Kunst besiegt. Hey, für dich immer noch Mr. Jake. Stinkefuß. Stinkefuß. Also, willst du noch ein Spiel spielen? Machst du Witze? Hebt ein Hund das Bein, wenn er muss? Okay, los geht's. Was hat das ist eigentlich eine Stimme, der Junge? Der hat dieselbe Stimme wie Dwayne. Wo muss ich hin?
Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt darum ging. Na los, Jake. Hey, das mit okay, das ist eine Sackgasse. Hierher, Junge. Er weiß selber nicht mehr, worum es geht. Jake. Der Junge ist auch nur einfach irgendwie unterwegs. Hä? Hä, aber ich muss sagen, ich find's für PS2 gar nicht mal hässlich. Ja, es ist schon nicht hübsch für ein PS2-Spiel. Ja. PS2 kommt schon mehr. Knochen, desto besser. Ich finde, es sieht aus wie so... Was ist denn gerade runtergefallen? Oh, es ist die Dogshülle. Es hat einen zu starken Blumeffekt. In jedem Level gibt es 50 lilafarbene Gerüche, die es zu finden gibt. Sammle alle 50 ein und du erhältst einen Knochen. Ich wusste, dass es Twilight Sehr Princess gut, Jake. Ist. Sehr gut, Jake. Oh Gott. Ist in Ordnung? Siehst ein bisschen komisch aus. Sein Gesicht. Die Hundeentführer haben doch einen Ort... Du musst gerade sprechen. Wie ist der bloß gleich? Was denn? Nee, der Junge. Also. Ich hänge gern mit dem alten Jungen rum. Opi ist cool. Opi ist cool. Warum hat er eigentlich einen Shirt von der British Subway? Der Chihuahua-Hündin. Vielleicht arbeitest du mit ihr ein bisschen an deinem... Wir arbeiten bei Ammunition. Später, Jake. Vielleicht sehen wir uns auf Opis Farm. Verwende Dreieck, um Smell-O-Vision zu aktivieren. Du kannst diesen Modus verwenden, um Gerüche einzusammeln. Das Sammeln von Gerüchen bestimmter Farben ermöglicht es dir, einmal andere Hunde herauszufordern. Oh ja. Sammle alle 8 grünen Gerüche ein. Ja, ist ja gut. Ich mag diese Warteschleifenmusik. Oh mein Gott. Du musst hier durchlaufen, um die Gerüche einzusammeln. Dafür wird mir schwindelig. Oh Gott, Hilfe! Was für eine Hundenase. Aber hast du jetzt den Knochen mitgenommen? Nein, keine Ahnung, ich folge dem Geruch. Was riecht Aber du sollst dem grünen Geruch folgen. Hey Jake, ich hab dich erwartet. Opi sabbert schon wieder im Schlaf. Kannst du ihn wachbellen? Ja, was bist du denn? Warum willst du deinen Opi wecken? Jake, das ist nicht fair. Jake, du böser, böser Junge. Was soll das denn? Was ist denn auf dem Scheiße? Das ist einfach nur so ein typischer Lausburm. Cheerleader von Clarksdale hätten die große Schlammcatch-Meisterschaft gewonnen. Was ist hier los? Junge, Junge, Junge. Oh, Entschuldigung. Würde die Entwickler gerne mal kennenlernen. Daisy, ich nicht. Junge, Junge, ist Junge. Ist dir nicht klar, dass Daisy entführt wurde? Ui. Sie taucht schon wieder auf. Das wird alles vom selben Typen gesprochen. Sie ist meine Beste. Was? Deine Beste was? Sie hat beste immer was? So gut gerochen. Oh nein. Ich muss sie finden. Sag mal, Jakeylein, was für Tricks hast du denn noch so drauf, außer einen armen alten Mann aus seinen schönsten Träumen zu reißen? Laut dem Intro kann er furzen. Sitz, Jake. Guter Junge. Moggy hört aufs Wort. Steh. Jetzt stehe ich auf. Good boy. Moggy ist nicht so der Rebell. Hat's, Jake. Hau ab. Geh einfach weg. Guter Jetzt Junge. Ich das war ein Moggy ist so ein Feini. Ein Feini. Diesmal sammelst du den aber ein, oder? Nein, nur ein Schlipper. Aber keiner kann das so gut wie meine Daisy. Keine Angst, Opi. Sie ist wahrscheinlich nur mal wieder schwimmen gegangen. Ach, Daisy war der Hund aus dem Intro, also die Hündin. Ja. Und der Klügste. Keine Ente. Sag mal, Jake, kannst du sie nicht aufspüren? Das ist meine Lieblings-Daisy. Ich weiß nicht, was ich ohne sie anfangen soll. Ach, hat der Opa auch schon wieder? Mein Gott, was ist das? Knochenstark. Knochenstark. So stark werden auch. Ist das etwa eine Schale voll mit feinstem Pedigree? Nein, das ist nur Zucker. Geh in die 100 und das Spiel zu spielen. Das hat er doch gerade gesagt. Oh, ist das Pedigree? Oh, da hätte ich gern was. Ich hätte jetzt gern Milky Way. Dog. Namen. Ah, der Vogel, Alter. Was Daisy retten, erstmal ein Nickerchen. Oh, eine Speicherbahn. Das ist ein Hund. Schalt das jetzt bloß nicht aus. Ich schalte die PlayStation aus. Steh auf! Jake! Mach doch, wenn du dich traust. Was wollte ich nochmal machen? Weiß ich nicht. Der Knochen. Ich kann einen anderen Knochen noch mitnehmen. Ich wollte eigentlich per Smell-O-Vision noch ein bisschen was aufspüren, aber gehen wir einen anderen Knochen holen und dann geben wir das dem Chihuahua. Oh ja. Bell mal ein bisschen. Die Musik hier gerade.
Aus dem Weg, Auto! Das ist ein britisches Spiel. Ja, Linksverkehr. Der Klügere gibt nach. Oh, das ist ein Angler. Moment. Ganz vorsichtig. Der ist ziemlich schwer am Angeln, ja. Mit seiner Gitarre. Ich wollte gerade sagen, hat er da eine. Hey, hör auf damit! Morgi, bist du das? Hey, hör auf damit! Kann ich? Ah, ich kann keine. Man kann keinen Lautstärkeregler, schade. Das Menü ist voll cool. Ey, ich hab mich immer so ein PS2-Spielen gab. Jetzt verstehe ich das mit Pedigree erst. Was? Das Hauptmenü zu sehen. Ja. Oh. Da läuft der Schale. Oh Mann, so ein Pack. Die Batterien für meinen Verstärker sind alle. Was soll ich denn jetzt bloß und machen? Die Fische lassen sich auch nicht blicken. Wenn du mir eine Batterie bringst, geb ich dir einen Knochen. Kapiert? Es ist keine gute Idee, den Hund eine Batterie suchen Batterie? Zu lassen. Hört sich gut an. Der Hund ist anderer Meinung, Mel. Okay. Ist das überhaupt eine E-Gitarre? Ich habe hier keine Batterie. Vielleicht du hast eben Fußabdruckspur entdeckt. Folge Fußabdruck, um zu sehen, wohin sie führen. Die ist hier früher an Batterien geleckt. Die ist jedenfalls nicht angeschlossen am Verstärker, oder? Nein, wer macht einmal sowas in der schon? Schule. Also ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich an Batterien geleckt habe. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja. Ist übrigens sehr schwer zu steuern in First-Person-Modus. Ich finde auch, dieser gesamte Weg hier ist zu steil. Ich glaube, man... Oh Gott. Hey Mann, ich rieche Unterhosen. Ja, da sehe ich mich auch. Aber Jack freut sich drüber. Verstehe. Wir sind sogar den Unterhosen entlang gefolgt, zum Opa gelangt, glaube ich. War das nicht so? Schnuppern. Oh, da ist Gelb. Da ist ein Pferd. Muss ich Bienen. Die Bienen mache ich mir keine Sorgen. Ja, die haben jetzt keinen Honig. Du meinst Mr. Bean, weil wir sind in England? Ja. Mit 8 Gelben kann ich das Revier markieren Spiel spielen. Oh nein. Yo! Vorsicht! Was? Wallach! Stress ist doch nicht so sehr. Ich will das Revier markieren, Jungs. Oh Mann, wer hat hier Stinkekäse gegessen? Entschuldigung. Ist das ein hart oder Weichkäse? So ein Käse für Hunde riecht. Also wenn er riechen soll, dann sollte es weicher sein. Das stimmt. Also nichts für Mogi. Oh, grün. Weg da, ihr Hühner. Cool. Oh ja, hier, Fußspuren. Hier alle 8, dann kann ich den schnellsten Hund hier im Wettrennen besiegen. Hier ist Hiram J. Hühnerrupfer. Nennt mich Hank. Nur auf Radio Kikeriki. Live aus Clarksville. Radio Kikeriki. Es ist mal wieder Zeit für unsere Bürgerfragestunde hier bei Kikeriki. Der Show, in der ihr, die Bürger, mir Fragen das stellen essen. Könnt. Alter! Das ist nicht in America Spiel. Miss Peaches Knusper Katzenfutter. Und wir haben später in der Show jede Menge brandheiße News für euch. Okay, die Leitungen sind offen. Wen hast du dran, Clarice? Ja, Hank, ich habe hier Egon Hühnerbrust von der Hühnerfarm in der Leitung. Hallo, Egon. Alles klar bei dir? Hier ist alles klar, Hank. Und bei dir? Ach, nicht so toll, Egon. Mein Magen spielt heute ein bisschen verrückt. Hat auch wohl auf dem Jahrmarkt einen schlechten Hotdog erwischt haben. Mensch, tut mir leid, Hank. Wo wir gerade von Hunden reden. Also, schieß los, Egon. Danke, Clarice. Also, hier meine Frage. Was zum Teufel geht denn da mit den ganzen Hunden aus Clarksville vor sich? Wow, was ist hier für eine Jack? Frage, Egon. Stimmt. Aber was soll die Frage? Hat die einen Hund in den Hühnerstall gemacht? Nein, es ist nur, es sieht so aus, als wären viel weniger Hunde da als letzte Woche. Und da habe ich mich gefragt, ob... Und es ist oh, ist tatsächlich Worldbuilding. Werbung, Egon, okay. Also Leute, das, diese Hundefinger holen die Werbung. Hunde. Die Stimme von Clarksville. Ich bin Hiram J. Hühnerrupfer, aber nennt mich ruhig Hank. Und wir sind mal wieder mittendrin in unserer Bürgerfragestunde. Aber zuerst ich will ihn nicht ein Hank Wort nennen. Von unserer Sponsorin. Pedigree.
Hier ist Miss Peaches und ich sage euch, ich liebe euch. Das tue ich wirklich. Was ist das? Heute habe ich brandheiße, exklusive Informationen über Miss Peaches Knusperkatzenfutter, dem Leckerschmecker Knusper. Sie liebt uns. Das Miezekatzen einfach. Ich will das aber nicht. Wusstet ihr, dass jeder Bissen Miss Peaches Knusperkatzenfutter mit Liebe gemacht ist? Ich finde, sie klingt sexy. Jungs und Mädels hier in meiner hygienischen und keimfreien Boom City Fabrik lieben Miss Peaches Knusperkatzenfutter von ganzem Herzen. Jawohl, das tun sie. Das übersteuert ein bisschen. Euch lieben sie auch. Wollen die damit irgendwie Miss Peaches Knusperkatzenfutter? Von Miss Peaches mit Liebe. Was soll das denn? Was ist hier? Ich glaube, die wollten wirklich eine Art Jackbox-Humor einbauen irgendwie. Hat nicht ganz geklappt. Wir können jetzt ein Rennen machen. Tada! Oh, da ist wieder dieser Drang zu fressen. Okay. Renne gegen die anderen Hunde den Hundekuchenpfad entlang, um zu gewinnen. Musst du Zini als erster erreichen und mehr als die Hälfte aller Hundekuchen eingesammelt haben. Hundekuchen! 3, 2, 1. Wo ist die Strecke? 1, los! Vielleicht kann man sie riechen. Jo! Oh, das Lied! Ich hab ja selber Hundekekse gebacken für Hunde. Cool. Das ist kein Rennen, das ist ein Das ist ein europäisches Spiel. Hat nur da geschmeckt. Ich liebe die Soundeffekte. Alter, der ging das ja so scheiße. Ja, hast du das denn gesehen? Shit. Das ist ein Chihuahua, wie soll der... Ach, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Wie soll der was, ha? Er hat gerade mal 2 erwischt. Nimm den Mund nicht zu voll, Moggy. Ich nehme den Mund genau sehr das solltest voll. Du machen. Das ist die Aufgabe hier. Jo. Ganz schön dreckig. Lopez hat's gut. Aus der Nähe ist der Boden viel interessanter. Alter, jetzt sind wir Lupitz. Schau dich das an. Warte, für 53 Sekunden? Was soll ich mir das bringen? Wahrscheinlich musst du irgendeine Aufgabe damit erledigen. Wo was Kleines ist, musst du rein mit ihm. Der Boden ist aus der Nähe viel interessanter. Mit Lopez käme ich durch diese Hundeklappe. Hundeklappe? Los. Wo ist eine Hundeklappe? Beim Haus. Im Haus. Oh ja, rechts da gibt's Sinn. Sind da gerade die... Nicht die Scheune. Sind die Hundefinger gerade zurückgekommen? Das sah so aus. Ja, da! Ja, da. Ne, warte mal, da kam man doch so oder so rein. Da waren wir doch gerade, oder? Das ist ein anderer Raum. Das ist ein anderer Raum. Ne, ist ein anderer Raum. Oh nein. Oh nein. Nicht wieder Miss Peaches. Ich liebe es, wenn andere Hunde die Drecksarbeit für mich machen. Ich will hier wieder weg. Das Miss Peaches... Ich weiß nicht. Miss Peaches macht mir ehrlich gesagt... Ich bin noch nicht alt genug dafür. Ja, ich fühle das. So mag ich's. Entspannt euch, Jungs. Es geht nur um Katzenfutter. In 26 Jahren bin ich noch nicht bereit für Katzenfutter. Oha. Das stinkt aber. Das ist der. Das ist eine Ratte! Ich erinnere mich daran, ich muss den Müll noch rausbringen. Stinkt schon. Wo ist die Ratte? Nicht wirklich, morgen wird abgeholt. Haben die auch schon eine Ratte drin? Nee. Oh, die Ratte ist auch mal rausgebracht. Aber. Die Ratte ist im Heu untergetaucht. Im Stroh. Heu? Da war eine Ratte! Da war eine Ratte! Stroh sind, glaube ich, diese Halme von so Gräsern und Heu ist einfach getrocknetes Gras. Ja, Heu ist halt dieses gebündelte. Quatsch. Stroh ist dieses gebündelte. Oh, da war eine Ratte! Hör doch zu! Was heißt das denn? Also nein, ich meine, du hast das meistens in diesen supergelben Bündeln wie da und Heu ist halt oftmals noch grün. Ja. Muss mit dem Ball. Bitte mach einen Korb. Min hab doi nie, min hab doi, min hab de meh, min hab de Gras. Willst du vielleicht Deutsch reden? Hä? Du hast den Kopf gerade gehabt. Das ist tatsächlich Deutsch. Nein, sprich Deutsch. Ich weiß, viele glauben das nicht, aber. Yo! Das war jemand. Das war ein der war doch fast drin. Glaubt ihr, der Ball verwandelt sich in einen Knochen, wenn du einen Korb gemacht hast? Das will ich doch stark hoffen. Sowas von. Ja. Haben wir eigentlich hier den verschollenen Knochen am Baum gefunden? Oh, das kann ich doch wohl besser. Das war kein Korb? Nee, da war nicht drin. Deshalb, der ist vorbeigegangen. Sehr schön, wir haben einen richtigen Basketballprofi. War ein 3-Punkte-Wurf. Das ist doch die SPD-Stellung, das erkenne ich. Jo, fast getroffen. Das ist knapp daneben. Nein, ich will nicht. Wofür stand SPD nochmal?
Warum fragst du das jetzt hier? Nein, stehen, passen, dribbeln. War's, glaube ich. Oh, ich dachte, du meinst die Partei. Ich hatte auch. Ja, natürlich denkt man das. Beim Basketball gab es doch die SPD-Stellung. Das haben wir mal gelernt. Habe ich noch nie gehört. Oh, okay. Oh. Sven, der von mir. Schießen, passen, dribbeln. Das ist das, was du darfst. Also, wenn du nicht mehr... Basketball schießen? Ja, halt werfen, glaube ich, ist gemein. Wie weit du das werfen kannst? Ich will das nicht noch länger versuchen. Das wird ich will auch nicht sagen, aber ich glaube, du machst heute keinen Korb mehr, oder? Doch, ich darf nicht springen. Geh weg, Holz. Was ist das Geräusch? Jetzt fliegt das Holz durch den Kopf. Ja, wenn das Holz getroffen hätte. Ich glaube, du hast das Holz aufs Dach geworfen? Nee, es ist da hinterm Zaun. Oh, das war gut. Ich schaff das. Meint ihr, diese Physik-Engine lässt das überhaupt zu? Ja, ich denke schon. Hast du gerade gesagt, du willst überfahren werden? Ja, erneut. Ich meine, träumen wir davon nicht alle mal? Nein? Okay. Also geträumt habe ich's mal. Aber ich träume nicht davon. Was macht denn der da? Hey, du parkst ja jetzt nicht! Der versucht zu parken. Weg da. Ich träume immer, dass ich Treppen runterfalle. Und letztens habe ich mir einen Traum wahrgemacht. Oh, der Hund hat's gemerkt. Der Hund hat gesagt, das war knapp. Was hat eigentlich gefühlt? Treppen runterfallen hat sich sehr wehgetan. Aber es scheint jemanden zu interessieren. Oh Junge, ja, ich sollte mehr üben. Na, ist ja dreckig irgendwie, ne? Sieht so aus, als ob du direkt auf so ein Moor kommst. Ja, ist halt ein dreckiger. Oh mein Gott! So knapp. Das kannst du auch wohl besser, Moggy. Hast du noch nie Basketball gespielt? Das hat nicht viel mit Basketball zu tun, das ist Hundeball. Das glaubst du. Ich sehe da eindeutig einen Korb. Oh, das war ja richtig schlecht. Oh Mann, wie peinlich. Nein. Das ist mal der Moment, wo sich Moggy einen Korb wünscht. Aber er bekommt ihn diesmal nicht. Oh! Yes! Das ist ja gut. Mal. Jetzt noch zwei. Was? Wisst ihr, was das hier ist, dieses Spiel? Yo, Lauf! Yo! Yo! Er hat's raus, er hat zwei hintereinander. Jackie Boy ist der King! Jackie Boy ist der King! Dieses Spiel war seiner Zeit voraus, das ist Goat Simulator nur damals. Was ist ein Profi? Ist halt wirklich von den Dingen, die man machen kann und wie der Hund auch mit der Umgebung interagiert, ist irgendwie. Es wird fortschrittlich. Ja. Vor allem dafür, dass es ein dummes Spiel ist. Das ist von Pedigree. Ne, ist von Pedigree gesponsert auf jeden Fall. Wieso kann er manchmal nicht werfen? Ja, das weiß ich nicht. Ich hätte keine Lust. Manchmal. Oh Gott! Oh, da hatte ich kurz Angst um seinen Nacken. Sei nicht gesund aus. Oh, jetzt wirft jetzt nicht mehr! Jetzt gelenke ich, der Junge. Okay, komm schon. Richtig Anlauf hier. Und der nächste richtige Versuch. Yo! Alter, wer da reingegangen ist, das war so knapp. Mega schlecht. Na, eigentlich. Bist du mittlerweile ganz gut. Diese Art von Selbstbewusstsein hätte ich gerne. Da stand doch werfen! Mega schlecht. Okay, wir rennen einmal im Kreis. Vielleicht darfst du nicht zu nah ran oder so? Nein, man muss schon ziemlich nah ran. Yes! Ja, nice! Yes. Hast du wirklich einen Knochen bekommen? Ja, ihr könnt einpacken. Dieser Hund ist stark. Dieser Hund ist stark! Haben wir aber den Knochen am Baum mitgenommen. Es gibt so viele Knochen-Einsammel-Animationen. Ja. Yeah. Also ganz drei bisher. Ja. Yeah. Das ist quasi Mario von 60 einiges. Mit Hunden. So soll ich das Video nennen. Guck, das war Stroh. Das ist ein guter Titel. Da. Auf den Wasserfall. Einfach das Beste. Boah! Was ein Skiller. So, warte, jetzt will ich auch noch die Batterie holen. Dafür müssen wir den Fußspuren folgen. Ich dachte, du wolltest pinkeln. Was leuchtet da so? Er wollte so viel. Weil die Spur hat sich in zwei geteilt. Und das war ich habe das Gefühl, das wäre so ein Spiel, hätte ich das damals gehabt, wäre das heute so ein so ein Guilty Pleasure Spiel. Ja, yeah, auf jeden Fall. Weil ich sehr viel Zeit damit verbracht hätte und es lieben gelernt hätte. Es ist auch super charmant irgendwie. Sind das Batterien, was ich habe? Am Anfang war es überhaupt nicht charmant. Ich habe keine Ahnung. Wurde viel gefurzt. Kannst du die Kamera drehen? Kamera kann man halt nur so bedingt gut drehen.
Ja, bestimmt sind es Batterien. Oh, super, yo, Bro. Hundchen. Aber ich brauche noch 3 für meinen Verstärker. Dann gibt's einen ganzen Natürlich. Knochenvorrat für dich. Knochen? Schön den Verstärker auf das den See hinaus Zauberwort. Schallen lassen. Knochen, das ist das Zauberwort. Ich will das Lied hauptsächlich hören, denn ich sag's euch, das Rennlied... Oh, das war ein Satz. Das Rennlied war, das war ein Schmetterer. Was ein Satz. Ruh, kann ich schnuppern. Boah, zeig mal her, das Ding. Schon 13 von 50. Da war's in der Nase. Ich mach's einfach die Hühner zu belästigen. Was kann das mögen wir alle Tiere belästigen. Zeigt mir der Hund hier ein paar Tricks? Wir können einen Trick lernen, weil wir 3 rote Teile geschnuppert haben. Hunde, Hunde und Katzen auf irgendwelchen Farben, die ärgern öfter die Hühner, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die da nur ärgern wollen oder andere Motive haben. Da war eine Batterie. Oh, das ist eine Batterie. Ah, ja, klar, wollen die einfach, an sich wollen die den Jagdtrieb befriedigen. Der alte Mann, der will Triebe befriedigen. Ich meine, hast du gehört, was der von den Schlammcatch den Cheerleadern erzählt hat? Ja, aber der schläft den ganzen Tag. Oh, ich sag's euch, Schlammcatchen, das ist so heiß. Der Opa hat was von Mutten, Roshi. Ja, stell's dir mal vor. Schlamm auf Haut. Kannst du ins Wasser springen? Moment. Noch 2. Dann gibt's den Knochen. Noch 2? Noch 2? Noch 2? Ich dachte, das waren 3. Eben war's ein Knochenhaufen, den er uns gibt. Das ist nur noch ein Knochen. Der will uns wohl verarschen. Der hat am Ende gar nichts für uns. Hä, wo ist die Erdnobatterie? Ja, wir hatten doch schon eine gebracht. Wow! Du kannst ja schwimmen! Warte mal, was? Ah, okay. Natürlich ist es ein Hund. Da sind Flaschenpost! Mehrere. Ich glaube nicht, dass da eine Flaschenpost drin ist. Ich glaube, es ist einfach nur, was der Typ reingeworfen hat. Einfach nur eine Flasche. Ja. Und du bist nicht das sauber. Ist Umweltverschmutzung. Das ja, warum bin ich nicht sauber geworden? Das weiß ich auch nicht. Ich brauchst du Vielleicht Schampen. Ist der Hund einfach so. Ich kann ja schwören, dass er schneller rennt, wenn man. Na, wiederum, es liegt am Blick, an dem Weitwinkel. Wahrscheinlich. Da fühlt man sich immer viel schneller. Wusch! Ich hab ja im Skyrim mal das Field of View höher gestellt. Freunde und Nachbarn. Yep. Nicht in Skyrim, aber generell in Spielen. Nehmt ihr so Field of View? Ich finde das eigentlich aber sehr anstrengend für die Augen. Field of View ist einfach nur das Wort dafür. Das sagt doch nicht viel darüber aus, was genau. Nee, was meinst du? Wie nennt man das? Fischaugeneffekt? Also machen zum Beispiel voll viele, wenn sie Minecraft spielen, dass sie diesen Fischaugeneffekt immer machen. Ich finde, das sieht so fürchterlich aus. Du siehst halt mehr als halt darum, dass du viel machen. Du kannst halt besser sehen. Aber ich mach's eigentlich immer höher. Aber ich sehe irgendwie schlechter, weil ich es sehr anstrengend finde. Ja, du musst es nicht auf Craig Pro machen, aber bei Rocket League. Nice. Rocket League hilft es auf jeden Fall einfach um den Augen. Ja, Rocket League auf jeden Fall auch so. Ein Knochen! Ich glaube, es ist weniger eine ästhetische Entscheidung als halt eine. Ja. Ja, das ist mir soweit bewusst, aber irgendwie. Ja, keine Ahnung. Wobei es aber auch cool ist, wenn du schnell mit so einem hohen Field of View unterwegs bist. Ist cool, ja. Und damit unter so Bäumen lang rennst in Minecraft, das ist so richtig, du fliegst. Ja. Ich glaube, wenn man Fußspuren führen auch noch irgendwo hin. Ich glaube, wenn man Minecraft sprintet, dann wird das Field of View ein bisschen verändert, damit es so einen Effekt hat von Schnelligkeit. So, da ja, kommen wir durch und durch. Das geht mir immer wieder durch und durch. Hallo Leute. Ach nein. Oh nein. Hallo. Hallo, liebe Leute. Hallo, Leute. Kauft mein Katzenfutter, weil ich euch liebe. Nicht, weil ihr eine Katze habt oder so. Was? Bist du sehr gesprungen, Fulli? Ja. Du hast eine Batterie auf dem Baumstamm, oder? Hier links? Wahrscheinlich. Nein. Nee, guck mal, da ist was anderes. Nein, du bist dann vorbeigelaufen. Hier geht noch die andere Fußspur hin. Okay. Da war was Oranges, oder? Ja. Ja, aber das ist was anderes. Ach so. Sicher? Ja. Da oben? Beim Baum? Wenn da keine Fußspur ist, dann ist da keine Batterie. Okay. So, wo ist... Irgendwas ist so hinterm Wasserfall. Ja. Hinterm Wasserfall. Wo ist die da hingekommen? Oh Gott. Oh oh. Besser ist es. Wow. Es ist... Das hat wirklich Twilight Princess-artige Funktion irgendwie. Das ist besser als Twilight Princess.
Wo? Ja, es ist, Midna ist nicht da, um zu sagen, wie du es machen kannst. Nein, Midna ist eine gute Type in Twilight Princess. Ja, aber nicht, wenn sie dir erzählt, wie so die ganzen Sachen hier antargetest. Ja, okay, das stimmt. So. Auf jeden Fall. Oh, noch einen kleinen Blick hier rein. Na gut, hier ist wirklich gar nichts. Midna ist auf jeden Fall cool, Scheiße, aber fast schon nerviger als Navi. Hier ist es die Batterie im Monat. Navi ist halt überhaupt nicht nervig. Ja, das genau. Ist halt das Ding. Und Fei ist schrecklich. Es geht. Fei ist schrecklich. Beim Remaster haben sie in großer ihrer wiederholenden Dialoge komplett rausgeschmissen. Ja, das ist cool, ja. Das ist ja schon besser, dass du 5 Euro zu viel gezahlt hast. Ja. Spring ins Boot. Das wissen wir doch nicht. Ich habe noch nicht bezahlt. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Spring, du Hund. Wo soll ich das Momentum hernehmen? Ich bin im Wasser. Das weiß Mario auch nicht. Kannst du nicht einfach raus... Sei wie ein Wasserläufer. Aus dem Wasser springen. Gigantisch. Wenn ich die letzte Batterie bekomme, kann ich richtig loslegen. Jetzt also doch nur noch eine. Manchmal frage ich mich, ob es das wirklich wert ist. Blick in die Kamera über. Er hat doch schon, ich frage mich auch, ob das wirklich wert ist. Eigentlich hat Mogi doch schon 2 gebracht. Ach nee, stimmt. Er hat schon 3 gebracht. Ja, er braucht... 4. Ja. Er braucht 4 insgesamt. Zuerst hat er gesagt, er braucht 3 und dann hat er gesagt, oh, ich brauche 4. Ich glaube, er meinte, er brauchte noch 3 weitere, also war eigentlich alles gut. Beim ersten hat er aber auch gesagt, er gibt hier einen Berg von Knochen und dann am Ende war nur... ich glaube, da ist ein Fehler. Was ist das überhaupt für ein Verstärker, der solche riesigen Tetrapack-Batterien braucht? Das ist gar kein Verstärker, das ist einfach eine Holzbox. Hält sich der Weg hier irgendwie auf? Der will einen Resonanzraum bauen. Nö, ich glaube, hier warst du jetzt. Hier warst du ja schon. Ha, das ist ja, aber er ist gut. Ja runtergesprungen, aber nicht. Ich glaube, ja, wir sind auf die andere Seite, ne? Ich glaube auch nicht. Ist das unbedingt nötig? Schnauze, ich spiel hier. Muss nicht so nah am Rand laufen. Wenn du dich besser steuern würdest, dann wäre es auch nicht nötig, okay? Lass dich mal zusammen. Wie würde es dir gefallen, Moggy, wenn man dich steuert? Was steht auf den Schildern? Hunde können nicht lesen. Hast du es probiert? Er kann. Watermill, Farmhouse, Village. Gramps. Naja. Ist ja wenigstens so überlegt. Ja, aber Gramps. Oh. Ich habe kein Bananenkostüm. Ja, das war nicht? Oh, gönn dir das Pedigree. Ich dachte, sie hätten meinen aufblasbaren Käse gefunden. Was ist aufblasbarer Käse? Kennst du es, wenn du Kaugummi das machst? Und wenn du Streichkäse hast? Warte mal, wo führt das hier hin, Jungs? Die Schmelzkäse-Dreiecke. Oh ja, hier oben ist die Batterie. Oh, die mochte ich früher nie. Also war doch da oben was. Mhm. Echt klasse. Kiri, Kiri, Kiri. Du bist der Größte. Hier. Rock Dog. Jetzt will ich aber hören, dass er spielt. Ey, wenn der jetzt nicht spielt, dann schubst du ihn ins Wasser. Das haben wir eben schon fast gemacht. Oh, da ist es. Der kennt ja echt. Sweet hier. Home Alabama. Kannst du jaulen? Yeah. Woo! Was ein Fetz. Also, was haben wir hier hinten noch zu erledigen? Pferd? Du musst noch Fährten. Du musst noch Fährten, okay. Den Hund will ich nicht steuern. Warum leuchtet der mal? Ach, wahrscheinlich gibt es mit dem noch was zu erledigen. Die Pferde aufnehmen. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das doch einfach nur dafür da, damit du ihn schneller findest. Das ist schon wieder ein Twilight Princess-Moment. Ich kann jetzt mal ein Twilight Princess-Moment zeigen, wenn wir hier hochklettern. Ja, vielleicht musst du einfach mit einer haben angesehen und einfach dahin springen. Kannst du die ziehen? Nee, ne? Ich glaube, Spielkampf. Da sind so Laschen dran. Ja, ja. Kannst du da rüberspringen? Guck, Morgi, Fully, das ist ja, schon. Ja, oh, ja. Was? Das ist ein Feiner! Er springt wie ein Weltmeister. Ein Feini! Knochen. Wer kann schon ohne sie leben? Knochen. Und ich stehe nicht mal so auf Knochen. Leben. Die hätten, glaube ich, lieber das Fleisch, aber den Knochen nehmen sie halt auch. Hä, wieso hast du die Pferden nicht eingesammelt? Ach, weil du ohne Pferden hochgesprungen bist. Ja.
Woher kommt das eigentlich so sehr, dass Hunde Knochen mögen? Na, weil das ist, was du als Mensch übrig hast und dann dem Hund gibst. Meinst du, so wie mit Katzen und der Milch. Also eigentlich solltest du Katzen halt keine Knochen geben, weil die splittern und sie innen verletzen können, aber... Du meinst Hunde? Ja. Hunden? Also ja, Hühnerknochen. Ja genau, Hühnerknochen nicht, aber... Aber es gibt doch stabilere, geben, die kannst du ja. doch geben, oder? Ja, ich glaube schon. Aber... Ja. Ich weiß nicht, wieso das... Ich habe mich gefragt, ob das so ein Cartoon-Ding ist. Irgendwie. Ja, safe, aber... erinnert mich voll krass an Spyro. Irgendwie das mit ist halt so wie Karotten bei Hasen. An Spyro? Ja, also wenn du diese Ansicht hast und das dann so ein 3D da unten so rum... Aber das sind dann Sachen, die Affen mögen die Bananen. Ja wirklich voll gerne. Ja, Hunde essen auch Knochen. Oder die zahlen gerne. Oder? Aber es ist alles so klischee. Also, ja, aber es ist nicht irgendwie das Krasseste. Ich finde, das ist so ähnlich wie meine. Karotten bei Hasen, Bananen bei Affen, die mögen Knochen das aber ja Hunden. Wirklich. Oder Milch bei Katzen. Katzen, also hast du eben Katzen schon mal lieben gesagt. Ja auch rein. Ne, das hast du erst angesprochen, aber die lieben das ja wirklich sehr. Warte, ich kann es ja reif. Gibt es ja spezielle Katzenmilchprodukte. Ich wollte gerade sagen, Milch sollten Katzen ja aber eigentlich nicht trinken. Außerdem würde ich eher sagen, dass das Klischee ist, Katzen ist Fisch. Ist es? Ja, Katzen würden doch in so einem Spiel Fische. Ey, man kann die wirklich verschieben. Das ist oder Fischgräten. Gar nicht mal ein schlechtes Spiel. Ja, das ist cool. Also vom Gameplay her. Das sind schon gewisse Zelda-Elemente. Die Laschen, sind clever platziert. Jetzt spring doch da hoch! Maeve hatte direkt dadurch den Gedanken, das zu versuchen. Ich erkenne meine Spiele. Was gibt's noch? Jetzt waren wir ja, genau wie Mäuse und Käse. Das ist jetzt auch nicht das Krasseste für die, aber essen die halt gerne. Aber das mit Mäusen und Käse ist doch so ein Ding, weil Käse haltbar war und in gewissen Lagern gelagert wurde. Dass da eben Mäuse immer gefunden. Ich sag ja, es ist beim Knochen noch genauso. Gelagert worden, ne? Es gibt nicht wirklich einen Grund dafür, aber... Oh nein. Wir essen es halt. Hühnerrupfer, aber nennt mich ruhig Hank. Lass mich in Ruhe, Hank. Will ich nicht Hank nennen. Ich würde sagen, das ist alles so ein Cartoon-Ding. Tyrant Hühnerhupfer ist halt ein viel besserer Name als Hank. Wow, oder so ein Buchding vielleicht. Das pustet an die Nebenhöhlen so richtig frei. Als Geschichte. Ja, Moggy. Ein guter Geruch. Die Nebenhöhlen. Die sind bei mir schon seit Jahren verstopft. Ja, bei Moggy auch. Was soll das denn? Es tut mir leid. Aber putzt du dir bitte mal die Nase. Hundeleben, Melf, hab ich recht? Hundeleben hab ich recht, ja. Wieso habe ich das eigentlich wiederholt, was du gesagt hast? War da drin gerade noch ein köstlicher lila Geruch? Auf dem Haus irgendwie noch, aber wie kommt man da hin? Vielleicht würdest du es riechen, wenn du dir mal die Nase putzen würdest. Kann ich nicht beurteilen. Oh, wenn das. Siehst wenn du das da oben? Auto da ist? Nein. Kannst du das Auto verschieben? Kannst du einen Heuballen hier rüber schieben? Hi. Oh nein. Oh, durch den Kamin. Aber wie komme ich zum Kamin? Dann durch den Kamin hoch. Keine Ahnung, also, wie das Fenster hochklettern kann. Also, ich werde mal nochmal den anderen Hund steuern. Ja, so stimmt. Gut, dass die Musik einfach so aufhört, ne? Ja, geh nochmal ins Haus. Weil ich habe das Gefühl, hinter der Hundeklappe war noch eine Klappe. Hallo Leute. Hier ist Miss Pink. Hallo Leute. Geh da. Ich liebe euch. Das tue ich wirklich. Das sagt Fully auch immer zu seinen Subs. Das sage ich da, nicht. Das sieht so aus. Ich glaube, das ist einfach nur ein Grafikfehler. Der kleine Racken okay, muss und hier ist wieder Hiram J. Hühnerrupfer, aber du kommst doch hier rein. Und wir sind so mittendrin so. In der Bürgerfragestunde. Nein, das unser passt. Guter OP Hühnerfuß ist in der Leitung. Okay, dann never mind. Dann habe ich will nicht mit OP Hühnerfuß reden. Geh mal kurz. Ich denke, ich muss schon hier auf das Auto rauf, wenn es hier steht. Okay. Das könnte sein. Kann ich bitte zu Jake wieder werden? Ich schon noch 10 Sekunden. Nein, Jake! Oh! okay. Ah, genau, du musst hinlaufen. Wo ist eigentlich Finn? Spring noch. Ja. Yeah. Da drin. Das ist. Nein! Ja, später. Ich kann aufs Dach springen, ja, stimmt. Aber das Auto stand ja vorhin nicht da. Yeah. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier steht. Das steht ab und zu mal hier. Nein, der Mustang ist da hinten auf der Weide. Nein. Yes. Du meintest das Pferd, richtig? Nein, den Mustang. Das Auto. Den Araber. Hat alles beide Pferdesterbe. Pferdesterbe, Pferdestärke. Hallo Leute. Und ich sage euch, ich liebe hier ist nichts. Euch. Das tue ich nicht. Na, hier war das Teil zum Schnuppern halt. Heute habe ich Brand. Nein. Ja gut, ja, das stimmt. Aber einfach nur Collectible. Das ist das, was noch wir am meisten Pinke. Brauchen. Ich würde gerne die zwei roten noch finden. Die zwei gelben, aber die musst du nicht unbedingt finden.
Oh, er ist so erschöpft. Eins haben wir ja schon freigeschaltet, ne? Ich glaube, ich sollte in die Hundehütte, oder? Vielleicht. Schau ich mal, wie erschöpft er ist. Hä? Geh mal da in die Box rein. Ich kann nicht in die Box rein. Der kam doch da raus. Schade. Ja, ich weiß, aber kann er sich auch drin auf. Was hast du getan, Mogi? Er hat sich was gebrochen, glaube ich. Oder schnuppert er gerade? Er ist ja auch in dem Modus so langsam. Er ist echt erschöpft jetzt. Das war ein langer Tag für den Hund. Die blauen Fußballen scheinen von mir zu sein. Die Hunde, Hunde schlafen nicht nur nachts, sie müssen ständig mal ein Nickerchen machen. Ist das nicht sowieso, dass eigentlich alle Raubtiere einen Polyphasenschlaf haben? Ja. Erschöpfter Hund erst mal ins Wasser springen. Ich glaube aber, selbst Primaten haben eigentlich nicht dieses Tag-Nacht-Ding. Das hat sich nur bei uns so industrialisierungsmäßig durchgesetzt. Es gibt scheinbar sehr, sehr viele Referenzen in alten literarischen Werken, wo es darum geht, dass Leute zweimal am Tag geschlafen haben. Ich meine, same. Ich mache das auch gerne. Ich meine aber nicht Mittagsschlaf, sondern halt wirklich, der Schlaf wurde in zwei Ich meine auch so in zu Da Vincis Zeiten oder so, dass man einfach auch nachts bei Kerzenschein gearbeitet hat. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Genau das. Er muss ja erstmal schlafen, ich kann nicht aufwachen. Das ist halt für viele auch. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Ja, wenn ich X drücke, dann macht er das. Zwischen 1 Uhr nachts und 4 Uhr morgens bin ich manchmal am produktivsten. Schlafende Hunde weckt man ja auch nicht. Nee, die beißt wieder wach. Bellende Hunde beißt. Ich glaube, er ist in der Schnupperanimation. Hängt er fest aus irgendwelchen Gründen nach dem Landen. Ja. Ja. Du hast ja gerade gespeichert, oder? Ja. Ja, stimmt. Ja, kannst du mal zocken neu starten. Beenden? Ja, mit Kreis beenden. Der Kreis ist das Ende! Geh nicht ins Licht. Kreis war eigentlich die Taste für Bestätigung, aber es hat sich irgendwie im Westen da durchgesetzt, dass Leute X gedrückt haben. Also ich spiele drumherum im Westen immer so entwickelt, dass man X zum Bestätigen drückt. Aber ich kann dir bestätigen, dass dieses Spiel nicht aus Japan stammt. Ja, ich meine nur. Sieben und mittlerweile Knochen. Ist es, jetzt seit der PS5 ist es so, das ist allgemein so, dass X bestätigen ist, also auch in Japan. Warte, ich kenne keine Spiele, wo X bestätigen ist. Da hast du nicht, da hast du kein Spiel jemals auf der PlayStation gespielt. Ja, zum Beispiel das Spiel, halt hier ist der X, der Knopf zum Bestätigen, Johnny. Warte, fangen wir mal damit an. Ach so, auf der PlayStation, ja, okay. Ja, das meinte ich ja. Ja. Ja, in Japan hast du ganz viele Spiele, die haben Kreis und X vertauscht. Weil Kreis für die bestätigen ist und X abbrechen, ja, weil das ist eine ursprüngliche Gedanke war. Ja, jetzt weiß ich ja. Auf der Xbox ist es leider nicht, ist es nicht so, ja, das stimmt. So, also ich wollte gerade sagen, also... Wo sie so heißt. Das fände ich cool, wenn es der untere Knopf immer zurück gewesen wäre. Dann wäre es auf Nintendo-Konsolen genau wie auf PlayStation und so. Wir sind auf der großen Welt! Yo. Ich habe dir nur den TikTok gar nicht gelernt. Mann, das ist doch kein 100% Run. Oh. Nee, wir müssen zurück. Oh Gott, ich will nicht überfahren. Das war wirklich ein bisschen... War das der Tierfänger? Bisschen plötzlich. Ich weiß nicht, so oder so, ich bin jetzt erstmal weg von da. Das war Opa. Oh, guck mal, der Junge ist noch nicht... Weg vom nicht, Fenster. Nicht so in, wie nennt man das, Sepia-Farben? Vielleicht hat der noch eine Quest für dich, der kleine Boy. Das ist ebenfalls... Die Dorfhäuser. Oh, stimmt, weil der... Es ist relativ interessant, dass das so... Mehrere Gebiete. Ich will nicht Open World sagen, aber dass es offen ist, wo man hingehen kann. Ja, du gehst halt einfach direkt in die Level ohne ein Level-Auswahl-Menü. Ja. Und es gibt scheinbar zwei Knochen noch. Ja, wir bekommen auf jeden Fall einen, für, wenn wir die 50 Lilanen zusammen haben. Und einen dann wahrscheinlich vom Jungen. Wo auch immer der ist. Wenn ein Spiel ein Remaster braucht, dann... Da will ich nochmal dran schnüffeln. Ach, komm schon! Wassermühle. Da ist Clarksville. Okay, wir haben auf jeden Fall drei verschiedene Level, die wir aufsuchen können. Das ist so viel. Ich glaube, ich finde das Spiel echt gesagt super cool. Es ist auch cool. Anfangs dachte ich, es ist ein bisschen... Echt dumm. Der Humor ist ein bisschen es wird absolut trash, aber ich denke, es ist ziemlich charmant für das, was es ist bisher. Ich stimme dir vollkommen zu. Die erste Cutscene hat aber keinen guten Eindruck gemacht. Nein, die weiteren haben auch nicht geholfen. Bei Opa, glaube ich, ist noch was. Nein, es sind irgendwie generell Leute, ist die halt, so... Ist weil halt das so, die gleiche Farbe ist. Halt so Vorschule-Humor, ne? Ne. Aber als Spiel an sich eigentlich ganz gut.
Fandet ihr eigentlich jemals sowas wirklich lustig? Also irgendwann mal, dass ihr euch erinnern konntet? Ach, als Kind oder so? 40 Jahre her, weiß ich nicht mehr. Jetzt bist du 40 auf einmal. Gelb. Oh, da ist noch was. Nein. Jungs, wir haben's bald. Da ist der Boy. Der Junge. Den suche ich aber nicht. Vielleicht suche ich ihn doch. Warte, hey. Noch was zu sagen, Philipp? Junge. Jungs. Junge. Kinders. Kinders, komm mal her. Hi, Jay. Mein Linden Schietbüdel. Wow. Das ist ein guter Springer. Das war ist er wirklich. Die Sonne ist ein bisschen zu hell. Oh, hier. Oh, Hilfe. Oh. Da wolltest du vorhin hin. Und dann sagtest du, ich geh doch nicht hin. Ja, weil ich dachte, ich will wieder hinter den Wasserfall gehen. Ich habe gar nicht bedacht, dass man hier rechts noch lang kann. Aber hier ist tatsächlich scheinbar nichts. Das ist das Problem. Na, sind wir da wahrscheinlich auch nicht hin. Hol mal die restlichen Pinken da. Wir haben 48. Ja, wo sind die restlichen Pinken, Johnny? Was? Die waren doch da gerade. Das sind die Leute. Das ist das, was Moggy gerade meinte. Ach, darauf habe ich ja einen auch schon angesprochen. Ich kann versuchen, nochmal ranzugehen, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Ups. Ah ja, okay. Also wenn du springst, kannst du nicht riechen dabei. Er springt automatisch, das ist Twilight Princess. Ach so. ich kann selber Twilight springen, Princess aber kann springt auch teilweise automatisch. Ja, aber hier ist auch dieser Lichteffekt von Twilight Princess auf allem. Ich meine, wir sind doch auf einer Farm, also es ist wirklich... Epona ist auch hier. Ja. Wo Gelb. Sind die Kinder und wo ist die Slingshot? Yes! Yo. Jetzt wird Revier markiert! Ein Pinkelspiel. Oh mein Gott! Ich muss Agility! Ein Pinkelspiel! Ich muss meinem Revier markieren und diesem Hund zeigen, dass ich hier der Boss bin. Hundesport! Ich mach dir ohne mich, Junge. Pinkle auf die Gerüche, um Reviere zu einzunehmen und Punkte zu erzielen. Verwende den Kreis, um auf einen Geruch zu pinkeln. Fully muss auch erstmal sein Revier markieren gerade. Capture the flag! Ja, wie ein großer Junge. Das erinnert mich daran, Gott, ich bin daneben Miete gelaufen. Oh nein. Sag mal, das ist wie Reverse. Ich glaube, der ist ein bisschen sehr viel besser als du. Nein. Das erinnert mich ein bisschen an eine Mühle. Wenn du die Mitte hast, dann hast du gewonnen. Sag ich ja, wie Mühle. Er macht es zu spät. Nächstes, aber es ist nicht schlimm, es hat eine gute Reichweite. Oh! Ich habe ein Feld. Nice. Behältst du das jetzt? Nein, natürlich nicht. Ja? Aber es ist immer noch rot markiert. Schnell, mach das, dann hast du zwei. Du hast die Punkte auch. Nein! Er macht alles wieder weg, was wir uns erarbeitet haben. Ja, aber es ist nicht. Nein. Er ist zu langsam, der Lappen. Wir haben es schon. Der hat wohl nicht genug Druck auf dem Blasen. Der hat eine kleinere Blase. Genug Tinte auf dem Füller. Tja. Nicht mein Lieblingsminispiel. Ich meine, Pedigree ist voll! Das arme Pferd, was dort lebt. Oh, yes. Was ist das für eine Magie? Du hast einfach in dem Gehege, wo das Pferd lebt, rumgepinkelt und jetzt ist dort ein scheiß Knochen aufgetaucht. Videospiele, habe ich recht. Das ist ja immer noch das was ergibt als der gar Hund. Kein, was, das ist voll unlogisch. Pass mal auf. Ja, komischerweise hat er einen Knochen und Jack hat die anderen alle, ne? Die Entwickler irgendwie Drogen genommen? Drogen habe ich recht. Jack? Jede Art von alles Kreativität. Mit dir? Ich bin nicht Jack. Das ist Jack. Alles in Ordnung mit dir? Jack? Scheinbar nicht, weil er viel kleiner ist. Und komplett anders. Ist ganz ertraut. Sich nur, dass er klein ist. Vielleicht hat der Junge seine Brille nicht auf und hat einfach nur einen Hund gesehen. Wo sind die anderen zwei roten Gerüche? Heidi ho und Heidi Nein. Hi, meine Freunde. Zwei rosane fehlen, zwei lilane fehlen auch noch. Und da hol mal den Knochen aus der Schüssel. Naja, die sind bei der Hundehütte beim alten Mann. Ach so. Au, da es gibt das. Im Wasser irgendwo noch einen Geruch zu finden. Hier beim Haus. Haben wir uns eigentlich wirklich beim alten Mann umgeschaut in der Gegend? Da war vielleicht noch mehr. Ja. Stimmt, hier ist auch eine Hundeklappe oder sowas. Da ging. Ja. Man kann mal gucken. Das kann sein. Das ist einfach nur Sweet Home Alabama. Nein, es klingt nur ähnlich. Ist komplett anders. Ja. Yeah. Komplett anders. Ist eine Musikrichtung. Ich meine, da ist zumindest der Knochen. Jake liebt Knochen. Das ist ein alter Traktor. Ja. Neuer ist es auf jeden Fall. Ne, ich glaube, es ist eher ein Fahrzeug aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. So ein Oldtimer-Ding. Oh, da ist ja wirklich was. Mülltonne umstoßen.
was Hunde halt so machen. Oh Gott, es fehlt noch eins. Das Fenster war da offen. Ich kannst du Fenster normal gucken, das Fenster, ob du das Fenster rein kannst? Ins Haus. Es sah so aus, ja. Nee, ah, da kannst du leider nicht rein. Außer man kann das Fenster zerstören. Das ist nicht Twilight Princess. Diese Fensterdielen, die du außen einfach... Max, dass das zugenagelt ist. Soll es so sein, oder hatten sie keine Lust, eine weitere Textur zu machen? Ich glaube, das sollen Gardinen sein, ehrlich gesagt. Ja, oh. Ich denke auch. Oh Gott. Kannst du das Fass einfach laut machen? Ach, verjagt die Krähe. Da war nichts drin im Fass. Krähe! Hey! Hey, das ist mein Revier hier! Hau ab, verpiss dich! Ich hab mich schon reingepisst! Elendes Gesindel! Ach Gott, Krähe ist sowieso intelligenter als du. Spring ins Boot! Oh Gott. So, warte, hier oben? Ist da vielleicht noch was? Nein. Oh Gott, wo ist das letzte? Die zwei roten fehlen halt auch noch. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Habt ihr eine Ahnung? Wer erzählt mir davon? Oh oh. Und was, wenn ich mich weigere? Dann werden wir halt nicht weiterkommen. Ja, die roten waren bei den Hühnern. Also ich will bei den Hühnern nochmal gucken, ob die anderen. Da habe ich halt schon ein paar Mal geschaut. Ich werde jetzt mal im Wasser nachschauen. Ja, vielleicht kannst du mit den Fischen noch was machen oder so. Weg, Flasche! Ich glaube nicht, dass ich mit den Fischen noch weiter interagieren kann. Ich denke auch nicht. Vielleicht kannst du wirklich noch was mit dem also Kleinen machen. Er hat vorhin auf dem Steg den Fisch auf jeden Fall beobachtet, als er den vorbeigesprungen ist, aber. Ja, aber die. Es gibt nicht wirklich einen Hinweis darauf, dass ich mit den Fischen was machen kann. Jo, die Spiegelung ist stark hier unten. Ich dachte erstmal, da ist was im Wasser. Also, dass du da drauf stehen kannst oder so. Ich dachte kurz, wäre echtes Wasser. Okay. Vielleicht ist es so Wasser. Vielleicht hast du auch einfach nur Durst. Zum Wasser, den. Hast du gut genug getrunken? Genau, Wassermühle. Okay, das heißt, wir schauen uns noch heimlich das andere Gebiet. Wenn nicht, dann gehen wir woanders hin. Okay. Das ist doch lächerlich. Wir müssen doch irgendwas finden. Es fehlt doch nicht mehr so viel. Warum ist der Junge noch so richtig vorher hervorgehoben? Keine Ahnung. Vielleicht ist das vielleicht auch bringt ihr uns so einen Trick bei, wenn ich die warte mal, ja Roten stimmt, was haben. War mit den Tricks? Ja, dafür brauchen wir die vier Roten. Aber das Problem ist, ich habe keine Ahnung. So, die ersten beiden waren auf jeden Fall bei den Hühnern. Wir schauen da einfach nochmal hin. Hast du irgendwas gemacht, dass die da angekommen sind von den Hühnern? Vielleicht, nee, die waren die einfach... Oh, da oben! Jo, was? Oh. Auf spring einmal. Doch hoch! Oh, ich schüttel mich lieber noch ein bisschen. Oh, oh, oh. Nice. Komm schon. Das ist das Letzte. Und jetzt gibt es das Hühner-Minispiel. Der schon wieder. Die Musik, so intens. Was macht die Taube hier? Ich dachte, die gehört dazu. Ja. Diese Songs sind stark. Du bist dran, mein Freund. Konzentration. Oh Gott. Oh, das war intens. Oh Gott, das war richtig. Oh nein, es geht weiter. Jungs, helft mir. Oh Gott. Oh. Links, rechts, runter. Okay. Jetzt, das ist der Konami-Code. Links. Links, rechts, kann runter. Ich nach links drücken? Was? Hä, drück härter. Ich kann nicht. Ich kann jetzt hast du ihn verjagt. Ich habe verloren? Drückst du etwa mit Boxhandschuhen auf die Tasten? Ich kann nicht nach links drücken, willst du mich verarschen? Ja, jetzt sind die alle weg. Die Roten. Die sind alle da hinten in der Ecke, aber eventuell nein, müssen wir den Trick weg. Nach links drücken erst noch lernen, damit wir das machen können. Meinst du? Man muss alle Gerüche neu sammeln, wenn man verliert. Das heißt, das Pinke sollten wir nicht verlieren. Ich denke, da werden wir direkt den Knochen für bekommen. Ja, ich denke, das ist kein Spiel. Dann hol dir mal das Spiel. Auch kein, das ist hier kein Spiel. Nee, das ist ja der Ernst. Nur weil das ein Hund ist, heißt das nicht, dass das Larifari ist, ja. Der Ernst des Hundelebens. Muss mit dem Ball spielen. Nein. Wir haben schon genug. Warte mal, das haben wir doch schon geschafft, oder? Ja.
Jetzt haben wir alles schon geschafft an dem Punkt. Hallo Leute. Nein! Das haben wir nicht geschafft. Ich liebe euch. Das hat uns geschafft. Vielleicht kann man da noch was machen. Das ist doch voll. Du kannst dir wahrscheinlich ein bisschen Stärkung holen. Oh, vielleicht habe ich ein bisschen fressen müssen, als es erschöpft war. Komm schon, was ist denn mit dir überhaupt? Guter Hund. Der ist einfach nur deprimiert. Aber von ihm haben wir ja schon. Alleine auf der Farm mit seinem Hund. Was ist denn mit dir? Ja, das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Wo? Jetzt rede doch mit uns. Ist bestimmt immer noch so eine andere Höhle oder sowas. Irgendwas Dummes. Ich kann es irgendwo buddeln. Vielleicht kannst du hier links noch ein bisschen was machen. Was tust du da? Ja. Aber dann geht's wieder runter einfach nur, ne? Obwohl das war seltsam hier. Das ist so nervig, dass das so pink leuchtet. Ja. Ja, vor allem ist das die Farbe, die wir auch suchen. Ja, das meine ich ja. Oder lernen wir vielleicht den Skill erst in einer anderen Karte? Eventuell, darauf dachte ich. Würde, denke ich, zum anderen Abschnitt rübergehen, weil ich finde hier nichts. Das hatten wir sowieso vor. Yeah. Dieser Song. Kannst du auch was anderes spielen? Ich bin wieder erschöpft, oder? Yeah. Ja. Haben wir vielleicht irgendwo köstliches Pedigree? Ja, hier. Ja, du warst fast da. Was geht's? Ja, ist wirklich was. Nicht bellen! Oh Gott, lass mich den aus Gummi mal anfassen. Oh, ja, sehr interessanter Traum. Sehr Verzeihung. Okay. Ey, alter Mann. Lass mich den aus Gummiball anfassen. Oh ja, sehr interessant. Okay. Sehr mal... interessanter Traum. Okay, ein neues Gebiet mit neuen Gerüchen und Erfahrungen. Und neuer Musik. Ich will aber hauptsächlich die neuen NPCs sehen. Hier ist eine Menge zum Schnuppern. Machen wir das Blaue. Wenn ich 8 von denen finde, kann ich den Grabewettbewerb starten. Den Grabewettbewerb? Oh, los go. Geht's. Der Graben ist gesund. Stimmt's sonst? Das ist ein anderer Hund. So? Jeder Hund hat eine Spur aus Punkten, an denen er buddeln muss. Der Hund, der das Ende seiner Buddelspur als erster reicht, gewinnt. 3, 2, 1, los! Ich denke, du buddelst einfach. Oh, ich muss. Okay, um zu graben, muss man schnell kreisen. Alter, nicht mal Schlag den Raab hatte so gute Begleitmusik. Schlag den Raab überhaupt? Begleitmusik? Ja, sogar ziemlich ikonisch. Ja. Aber ich meine. Oh, das Lied ist ein Hit! Ja, ja. Die aus der Show dann. Letztens was gesehen und irgendwie war da gar nichts einfach. Das ist derselbe Song wie eben, oder? Ja. Glaube. Und du hast geschafft! Also auf jeden Fall nicht das mit diesem... Yes, mach Männchen! Ich glaube, der Vogelscheuche geht sich gut. Der geht gar nicht. Oh, den hast du richtig lange, den anderen Hund. Was mach ich jetzt? Ja, das, Was kann der jetzt Neues? Ich mag den Hintergrundtrack gerade, der ist ganz angenehm. Der Bett. Oh Gott! Oh Gott! Pass auf! Kannst du mitfahren? Okay, ich habe das Gebiet schon mal verlassen. Ja. Ich denke mal, das ist okay. Wir werden schon irgendwas herausfinden. Oh. Stinkegerüche. Gibt es was Schöneres? Ja, doch. Ja, wohl, mir würde da einiges einfallen. Ich rieche Unterhosen. Oh Gott. Oh. Ein Pinkelspiel. Ecken markieren. Kann jemand bitte das Schäfchen da weg? Nimm mal die Räucherstäbchen wegpacken. 2, 1. Los! Benutze ihr Räucherstäbchen. Mach das strategisch gut. Oh mein Gott. Vorsicht, Moggy. Du musst das kaputt machen von ihm. Vielleicht, der braucht noch einiges. Ja, der braucht kaum noch was. Alles gut. Wichtig. Das war richtig und wichtig. Lauf doch schneller! Ja, der hat jetzt gleich 2 Felder, ja. Oh mein Gott, der sabotiert mich. Wie du ihm, so er dir. Oh mein Gott, er ist so viel schneller als ich. Er hat einfach auch schlauer gespielt. Der ist einfach schlauer. Ich würde auch schlauer spielen können, wenn die fucking Steuerung funktioniert. Oh, okay. Bleib da stehen. Ja, du hast ihn blockiert. Warum hat das jetzt wieder nicht?
Ja, er hat so ein komisches Momentum. Ich muss halt auch immer erst nach hinten drücken, um alles zu halten. Mit einem Feld. Er hat noch keins. Das kann er uns sowieso nicht mehr nehmen. Komm schon, hör auf! Was ist das hier für ein Katz-und-Maus-Spiel? Nee, es ist 5 und 5. Da hast du leider recht. Aber wir haben es vielleicht. Jetzt nein! Nein! Er läuft halt auch so komisch in die... Oh mein Gott. Hol dir jetzt gleich das Feld in der Mitte. Ich mach es fest, genau, und dann gehen wir links nach oben. Ja. Okay. Oh nein! Und jetzt dann! Und jetzt ist noch, genau. Und dann machen wir das noch voll und dann haben wir... Ach warte, er hat da oben ja schon 2 Felder, das bin ich euch aufgefallen. Ja, ja. Der war die ganze Zeit in Führung. Lauf doch da runter! Okay. Nice. Das war ein bisschen stressig. Minimal. Pedigree! Oh, früher kommt man Pedigree minimal kaufen. Knochen. Und eine Speicherhütte. Nee! Das ist ein Ich müsste ja hier Ziegen in Gestalt treiben. Wie weit fragt das? Oh, das ist einfach wirklich Twilight Princess. Hey du! Möchtest du dir einen Knochen verdienen? Das ist David. Meine Hütehündin weigert sich, die blöden Schafe zusammenzutreiben. Kannst du sie dazu bringen, dass sie ihren Job macht? Diese blöden Schafe. Ich soll den Hund dazu bringen, seinen Job zu machen. Jetzt weiß ich, was der andere Hund machen muss. Ah, okay. Ja. Ich habe schon oft gehört, dass Hirtenhunde sehr stur sein können. Was für ein schlau aussehender Hund. Muss ich die überhaupt hintreiben? Da rein. Oder rein. Ja, das ist Twilight Princess. Das ist, ja. Einfach. Gerade das Spiel kam vor Twilight Princess raus, oder? Ich weiß, ein PS2-Spiel. Twilight Princess. Oh, Numa, ich hab mich Fragen. Ich hab Twilight Princess von da geklaut. Mein, vielleicht. Irgendjemand hat hier einiges zu erklären. 3 Jahre später Nintendo? Kam Twilight Princess raus. Sie dachten, sie kommen 20 Jahre lang damit durch, aber nicht mehr, nicht mehr. Ich meine, Mario Kart 8 haben sie auch aus so einem Crash-Racing-Teil geklaut, mit dem Anti-Gravity-Zeug. Da haben sie sogar die Räder auch umgedreht. Oh mein Gott. Uns nicht nur diese Crash hat als erstes die Piranha-Pflanze geklaut. Immerhin greif nicht die Viecher nicht an, wenn du zu viel kläffst. Da sind die dann quitt. Mal schauen. Geht doch rein! Und das ist auch wie Twilight Princess. Das ist viel schlimmer. Nicht so sehr belästigen, ja. Bei Twilight Princess war es sogar einfacher. Mhm. Oh. Keiner von beiden geht rein, oder? Doch, beide. Beide! Wir gehen jetzt rein! Wer frisst hier so? Ich. Später. Das muss schon nicht sein, so laut wie das ist. Bist du das Schaffutter? So laut? Hä? Du bist doch kein Schaf. Ich zermalm da gerade einen Hafer. Aber Fully, du bist doch kein Schaf. Du bist doch kein... Juhu! Mission erfüllt! Langsam glaube ich, das ist kein Dreck. Sie noch nie gearbeitet. Sie war ja richtig besessen. Hier, mein Junge. Warum bekommt er dafür einen Knochen? Stimmt. Er ist der Vater, der und bekommt die Einnahmen. Verflixt und zugenädig. Wusste doch, dass ich ein Tor für den Pferd hätte bauen sollen. Bist du doof? Knochen toll. Knochen toll. Warum hat er das noch nicht zugemacht? Das war aber einfach ein solider Gag. Einfach das Beste. Ich meine, das Junge war ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt. Ich meine, sie war lustig, aber jetzt ist es aber auch gut. Irgendwann ist es nicht mehr witzig. Mhm. Vor allem, wenn es nur 3 Stück gibt. Wir haben nichts von den dunkelblauen bisher gesehen, ne? Vielleicht sind die in der Luft. Das wäre cool, wenn wir mit dem Ballon fliegen könnten. Da wäre ich bereit für. Oh ja, 100% Gestank. Oh, hier ist einfach nur ein Knochen. Oh. Okay. Wo was war mit den Knochen, dass wir andere Hunde herausfordern können, ne, wenn wir mehrere haben? Ist das lecker! Warum liegen einfach 2 Knochen nebeneinander? Keine Ahnung. Das
Das war, glaube ich, eine neue Animation gerade. Was ist Animal Crossing? Das war die seltene Animation. Ein bisschen, gesehen. Ja. Ich habe gesehen, wie selten die war. Yummy. Oh, der Gestank. Ich glaube, sie war eine Secret Rare. Yummy. Oh, der Gestank heißt so viel wie Geruch von Gestank. Wow. Das ist ein Hund. Mach ihm mal nicht so viele Vorwürfe. Was ist mit dir eigentlich? Ich mach ihm Vorwürfe. Mann, oh, das ist ein anderer. Flicken will, greifen mich diese Vögel an. Aber ich gebe nicht auf. Ich sag's dir, Leutnant Hund, das bedeutet Krieg. Der war bei der Armee. Ich Leutnant schaffe Hund. Ihm besser mal diese Vögel vom Hals, bevor der noch einen Herzinfarkt oder sowas kriegt. Na, dann mal los. Ah, zum Teufel mit euch, ihr vermaledeiten Krähen. Auf Gefechtsstation. Der war bestimmt bei der Marine. Nee, nee, ich denke, der war einfach bei der Army. Oh, die scheißen auf ihn. Auf den scheißen wir. Die Musik ist so viel zu ruhig. Die ist so unpassend. Immer anders. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Leutnant. Du bist ein erste Klasse Vogelhund. Oh Mann, der Kerl ist echt ein schlimmer Fall. Hundeleutnant erster Klasse. Hiermit vielleicht. Ja, Hundeleutnant. Weißen Knochen. Der hat doch einen Sprung in der Schüssel. Yummy. Yummy. Ich urteile nicht. Ah, ich auch nicht. Ich verurteile. Duft von toten Ratten. Das tust du wirklich. Dein Discord-Profilbild schaut mich immer an und ich fühle mich immer verurteilt. Oh. Es wird gegraben. Oh. Grab schneller. Mehr, mehr, mehr. Wie viele Knochen gibt's hier noch? Eine Menge. Scheint generell ein sehr kleiner Abschnitt zu sein. Eine Menge, lass mir dir das mal erzählen. Aber du hast die blauen noch gar nicht ein einziges gefunden. Also zumindest die dunkelblauen. Alles blau ist. Oh, da. 12 blaue? Also mich nervt es, dass wir das andere Gebiet nicht abschließen konnten. Oh. Wo ist der nächste blaue Geruch? Ich glaube auf der Farm. Oh ja. Da. Das ergibt mehr Sinn. Oh. Yeah! Denk mal, das hast du in der Tasche. Nein, ich muss ja erst noch rüberspringen. In der Maultasche, okay. Yeah. Maultasche. Nee, wenn in der Nase. Oh, die wollen man hat echt viel Zeit dafür. Die Vögel, ja auch. Ach, das sind die Vögel. Cartoon-Stock-Sound. Ja, ich hab's gerade gesehen. Oh mein Gott, ist das jetzt wirklich das, was ich die ganze Zeit machen muss? Ja, ist es. Häng mich an. Das ist durch. Wo ist das letzte? Ich glaube, zurück, ja. Oh, da draußen, ja. Okay. Warum dachte ich, dass ich jetzt am Ende was anderes machen muss? Fahr dir so weit weg. Oh, hier verlasse ich die Farm, denke ich. Dann wieder rum. Fehlen noch ein paar. Wir haben auch alles gefunden. Bis auf die lila Sachen. Ja, das Gebiet habe ich so ein bisschen verloren, muss ich gestehen. Ja, das ist super langweilig. Es gab nicht mal lustige Charaktere. Wer hat hier Stinkekäse gegessen? Hier gibt's gerade so einfach gar nichts zu tun. Das ist dann generell einfach nur so ein Raum. Mehr. Ja. Das ist aber Freiluft. Das ist ziemlich freie Luft. Ich meinte ja auch Weltraum. Was meinst du? Hier ist eine Menge Gestank. Sind ja auch Schafe. Die stinken. Wie die riechen? Wie die riechen? Wie riechen die denn? Riechen nach Scheiße. Ja, danke. Okay. Oh, ich esse gerade. Nee, tue ich wirklich. Ich esse gerade Schafe. Uli hat so einen Korb voll Hafer vor sich geschnallt. Ich weiß nicht, ich glaube, drüben ist vielleicht der letzte Geruch bei irgendeinem NPC in der Gegend. Das ging mir durch und durch. Hier spawne nämlich, wo er entlang läuft, scheinbar noch weitere hinter ihm oder so. Hast du gesehen? Wir waren ja gerade ziemlich viele auf einmal wieder. Ja. Noch 6 Stück. Spawne da weitere. Na, jetzt kommen könnte mehr, scheinbar. Mysteriös. Das klang
fies. Das auch nicht? Okay, das auch nee. Nicht. Oh. Ich finde echt. Oh. Die sind halt auch Delikat. Die werden auch erst so spät angezeigt, wenn man schon, dran ne? ist. Im Vergleich zu denen von den NPCs, die man über die ganze fucking Map sieht, wo man sich dann denkt, oh, da hinten ist noch was, vielleicht sollte ich da mal rübergehen. Ja, wofür eigentlich? Damit du siehst, damit da, wo die NPCs sind, weil es da Quests gibt bei denen, aber... Ja. Es ist verwirrend, dass sie die gleiche Farbe haben. Das ist keine gute Idee. Ist da vorne noch was? Nein, es wäre der dumme NPC! Da warte, vielleicht hat er noch ein paar Gerüche für uns. Wie steht der hinter der, wenn du da rüber springst vielleicht? Ich muss rüber springen. Oh, da! Ja. Oh, ja! Eins. Zwei. Zwei. Drei. Oh, da sind alle. Und dann gehst du zum Eingang von dem Ding. Da links. Was? Oh ja, links. Nein. Da geht's Au! Nein, ist nee, ja ein bisschen hier. Aber wohl, ich kann schwören, ich habe vorhin dann was direkt am Eingang gesehen. Oh nein. Oh nein, spielt uns das jetzt in der Höhle. Komm schon, nein, das ist eine andere Welt. Da, das war wieder der NPC, oder? Da ist, aber jetzt was. Oh Gott. Wir haben's. Yeah. Ich bin aber in der Hundehütte. Es gibt nicht mal einen anderen Ort, wo das Zeug spawnen kann. Okay, wir schauen nochmal rüber und dann klappen wir nochmal die NPCs ab, ob da vielleicht eine Duftnote ist. Okay. Ich laufe gern und belle. Ja, das kenne ich. Ich meine, wenn du schon Hund bist, schon auch immer. Dann sollst du das Leben auch als Hund leben und genießen. Dann muss man es richtig machen, so richtig so. War noch ein Schlafi vorher, oder? Oder meinst du, du wirst nicht erschöpft jetzt auf dem Weg? Wir haben kein Pedigree drin, aber wir kommen eh dann gleich bei der Hütte vorbei. Aber vielleicht, wenn man Knochen nimmt, dann kriegt man auch wieder volle Leistung. Mäh, ihr Schafe. Wäre vielleicht nicht falsch, eine Anzeige dafür zu sehen, oder? Ja. Ja. Okay, da ist immer nur einer in Farbe und einer so, Sepia-Ton. So. Tja. Willst du ins Dorf oder willst du hier den einen noch suchen? Ich will schauen, ob wir hier noch die letzte, ob bei irgendeinem NPC sich das vielleicht doch versteckt. Und danach bin ich nämlich ratlos, wenn es da auch wieder nicht ist. Dann habe ich keine Ahnung. Hast du was? Der riecht nicht. Oh, was? Ich habe gerade Sepia gegoogelt, einfach weil ich wissen wollte, welche Farbe ist das eigentlich genau. Und das sind die, Sepien sind die, Moment. Das sind Tintenfische. Das wird aus den Tintenfischen geworden. Deswegen heißt das Sepia. Oh. Das wäre generell mein Farbspektrum. Das ist aus dem Tintenbeutel von Tintenfischen, in Klammern Sepien. Ja, bei denen ist auf jeden Fall nichts zu holen. Ja, der hat uns ja auch schon Knochen gegeben, der Boy. Ich würde gerne nochmal zu den Bienen rüberschauen. Also hier in der Gegend. Die Bienen und die Blumen. Berg könnte hier noch irgendwo was versteckt sein. Hier ist auch nichts. Diese eine letzte dumme Teil. Jede Ecke so oft abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo wir noch nicht waren. Ja. Den Punkt waren wir halt. Das Minispiel nochmal machen, ne? Was du verkackt hast, oder? Das konnte ich nicht machen. Ich konnte nicht nachher. Ja, das fehlt ein Skill. Komm, geh ins Village. Na, wir sind fertig für heute. Ah, wir sind fertig für heute. Okay. Wir sind jetzt bei einer Stunde und 13 Minuten. Oder fällt sich noch die andere Welt an. Nee, das sind die Roten. Ich hätte jetzt so gern das letzte Pinke gefunden. Ich versuche hier nochmal hochzuspringen. Ich finde nämlich alles auch von der Kamera ein bisschen verwirrend. Hier auf dem Baumstamm wäre auch noch möglich gewesen. Da waren wir ja schon mal hochgelaufen, ne? Ja, hier, wir waren hier an sich schon mal. Am Ende ist das nie auf dem Dach. Nee, ach, Mann, nein. Da ich dachte auch erst auf dem Dach. Verdammte Junge. Dieser verdammte Junge. Dieser verdammte Junge, was hat er hier angestellt? Wir müssen hier rüber suchen. Geht's erstmal den Tisch noch in den Schuppen. Und da wird geschnitzt die ganze Nacht. Jungs, ich lade euch ein. Oh, nice. Auch das wird ein Highlight. Nein, geh weg. Was? Danke. Oh. Leute. Aber ich will nochmal schauen, ob auf dem Dach was ist, aber da sehe ich halt auch nichts mehr. Nee.
Ich habe absolut keine Ahnung, wo das letzte Teil sein könnte. Es ist einfach nicht aufzufinden. Das ist ein bisschen frustrierend, vor allem, weil nur noch eins fehlt. Wir haben jede Stelle jetzt... Okay, wisst ihr was? Das Auto parkt. Wir werden nochmal versuchen, aufs Dach zu springen. Mit dem Ball spielen. Da fehlt so ein bisschen so ein Radar. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ja, pack mal rein. Nein, wir sind ein Hund. Können wir die Gerüche nicht aufspüren? Kannst du schon raufspringen? Ja. Man sollte meinen, wir würden meilenweit riechen, wenn etwas stinkt. Aber geklappt. Wir riechen nur ein paar Zentimeter vor unserer Schnauze. Okay. Wenn's hier nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Immer eine Freude. Hier war auch nichts weiter drin. Nee, hier drin war nichts. Früher, wie ihr wisst. Kannst du noch was drauf? Vielleicht? Hallo Leute. Nein! Und ich sage euch. Naja, ich kann nicht weiter nach oben. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Und wir haben es wirklich versucht, aber wir finden es nicht. Nee. Dieses dumme Teil, das stört mich jetzt so sehr. Oh, das ist so unbefriedigend. Wir können diese Holzteile auch einsammeln, das bringt irgendwie auch nichts, ne? Ja. Yeah. Mongi wird jetzt mitten in der Nacht aufwachen und sich denken, wo ist dieser Geruch? Wenn ich die dumme Aufzeichnung schaue, dann werde ich sagen, da ist er! Nein, ich werde die überhaupt nicht finden. Lass mich zur Unhütte gehen und speichern. Ich bin bereit, es soweit aufzugeben. Also Leute, wenn ihr es gesehen habt, schreibt in die Kommentare. Und die Leute werden wahrscheinlich alle was gesehen haben irgendwo. In der Ecke, Dings. Meinst du, es kommt kein brauchbarer Tipp? Ich meine, es kommt darauf an, ob wir es gesehen haben. Weil wenn wir es nirgendwo bisher gesehen haben, wenn wir in dem Ausmaß es irgendwo übersehen, dann... Oh, hast du schon mal versucht, unter dem Loot mit der Gitarre zu gucken? Ich habe schon so hast du hier mal hinterm Haus vom alten Mann geguckt? Ja. Yeah. Ach ja, stimmt, da war ja, ich weiß. Es wirkt so, als wenn wir da gewesen hätten, es einfach vergessen mitzunehmen irgendwie. Ja, yeah, aber wir waren jetzt an jeder Stelle ein paar Mal. Ja. Dann geh mal rein, mein Alter! Ruh dich gut aus. Wird gespeichert! Alter, gute Junge! Nacht. Ruh dich aus! Gut, dann würde ich sagen, das war Dirk's Life. Ich denke, wir werden es noch weiterspielen. Schauen, was uns noch erwartet. Es ist eh kein allzu langes Spiel. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wo ist das letzte Teil? Es stört mich so sehr. Ihr wisst nicht, wie sehr es mich stört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ich bin hundemüde. Ich auch. Tschüss. Ich auch. Oh, gern.